Wir sind heute bei den Urologen Kiwan und Alavi im Bad Ems. Am 31.03. schließt hier oben die Klinik. Sie ziehen, glaube ich, auch um. Warum? Genau, also wir haben das eigentlich also auch vor der Schließung der Klinik entschieden, dass wir auch zu unseren Patienten dann hier in die Stadt umziehen, weil gibt es auch bessere Möglichkeiten und dass die Patienten besser erreichen können. Ja, mit der Schließung der Klinik haben wir damit also damit nichts zu tun, dass sozusagen, dass unsere Patienten weiter betreut können. Wir sind auch in der Praxis hier bis zum 30.06.22, ab dem 1.07. ziehen wir mal in die Stadt auf dem Wipsch 1. Da haben wir also unsere neue Räumlichkeit, da wollen wir dahin ziehen, dass wir auch für die Patienten weiter existieren und weiter betreuen können. Was sind die Vorteile für die Patienten, wenn es in Bad Ems in der Stadt sein wird? Ich gehe davon aus, dass die Patienten, die wirklich auch unsere Patienten, die sind doch etwas älter und wir sind doch in Wipsch 1 eigentlich doch besser erreichbar. Warum besuchen Menschen einen Urologen? Es gibt verschiedene Sachen, also die zum Beispiel Nierensteine, Nierenkolik, Schmerzen beim Wasserlassen, Brennen beim Wasserlassen. Zum Beispiel, man hat also Blut im Urin festgestellt. Also das sind alle Gründe, dass man also unbedingt einen Urologen aufsuchen muss. Und dann möchte ich nochmal hier darauf, also nochmal dazu sagen, dass wir weiterhin in Bad Ems existieren. Wir möchten hier in Bad Ems bleiben. Die Praxis hat nochmal mit der Klinik was nicht zu tun jetzt. Also wir ziehen nur einfach um ab dem 1.7. Manchmal kennt man das ja, dass man Allgemeinmediziner fragt, ich habe hier ein bisschen Ohrenschmerzen, können Sie mal gerade gucken. Wenn man im Freundeskreis ist, fragt man auch einen Urologen, Mensch, kannst du mal gerade gucken? Sowas gibt es auf jeden Fall. Wir erleben das auch tagtäglich, dass auch der Nachbar sagt, hier, ich muss doch auch fragen, ich habe Brennen beim Wasserlassen, was kann man machen? Oder ich habe ein Problem auch hier, die Schmerzen in der Flanke oder so. Ja, so Fragen gibt es auf jeden Fall. Ja. Und wir sind auch bereit, gerne die Fragen privat zu beantworten. Ja.